Anfang der 80er Jahre bin ich mal auf dem Militärflugplatz Dübendorf gsi, bin dort durch einen Hangar durchgeführt worden. Dort innen hat es einen Vampire-Trainer gehabt, der hat eine ganz komische Nase gehabt. Und ich habe gefragt, was ist denn das für ein Flugzeug? Da hat es geheißen, ja, mit dem haben wir für den Expo-Film 1964 haben wir die Nase umgebaut und eine Kamera, eine Filmkamera reintun und so gefilmt. Und da habe ich gefragt, ja, könnte man da auch eine moderne elektronische Kamera reintun? Da hat es geheißen, ja, das geht die an sich schon. Ja, können wir das ausprobieren? Ja, natürlich kann man das ausprobieren. Und da brauchen wir ja nur noch einen Pilot. Und da haben wir einen. Ja, es gibt eigentlich nur einen, der das hervorragend könnte machen. Das ist der Walti Böhm. Und dann nachher so habe ich ihn kennengelernt. Und wo wir uns erst mal begegnet sind, mag ich mich gut erinnern, da ist er sehr reserviert eigentlich auf mich zugekommen. Er denkt auch wieder so ein Journalist, der alles besser weiss. Oder? An und für sich nicht, aber... Man ist natürlich, wenn man einen vom Fernsehen sieht, ist man natürlich immer ein bisschen vorsichtig, weil das sind eigentlich die Volkshelden, die man immer am Bildschirm sieht. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass man einigermaßen eine Gattung macht dem gegenüber. Also auf jeden Fall haben wir dann einen Probeflug gemacht. Das haben wir gesagt, das müssen wir ausprobieren. Wir haben die Kamera montiert, wir haben den Rekorder montiert, hat alles reingepasst. Und dann nachher hast du gesagt, so, jetzt gehen wir schauen, ob das geht und sind über den Klöntalersee. Drei Loopings hat er gemacht und nach dem dritten Looping habe ich gesagt, ich glaube, wir haben es genug ausprobiert. Ich habe auch eher das Gefühl gehabt, er wollte meinen Magen testen und nicht die Kamera. Nein, das war natürlich nicht die Idee gewesen. Der Kurt hat ja unterzwischen bewiesen, dass er absolut G-fest ist. Aber wenn man so eine Kamera einbaut, muss man doch damit rechnen, dass man bis 4-5 G belastet. Und das hat man natürlich nicht gewusst. Man hat auch nicht gewusst, wie die Statik ist von der Aufhängung in der Nase rein. Darum hat man schon ein bisschen ziehen, dass man das nachher nicht gewusst hat. Auch ob es von den Vibrationen her allenfalls Störungen geben könnte im Bild. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Und was wir auch noch getestet haben, ist der Walti Böhm nicht als Pilot, sondern als Kameramann. Weil letztendlich hat er ja die Kamera geführt. Und was wir dann gesehen haben aufgrund von diesen Bildern, ist, dass er absolutes Talent hat. Also nicht so Militärkopf stur, sondern sehr kreativ ist er im Zeug rumgeflogen und hat genau gewusst, wie man so Kreten anfliegen muss, damit es auch dynamische Bilder gibt. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, dass man einen Aufklärer genommen hat. Zu selber Zeit, weil die Jäger sind sich an und für sich nicht so gewöhnt, tief zu fliegen. Und das ist eigentlich bei uns täglich Brot, fotografieren aus der Luft. Von dem her hat man schon ein bisschen Gespür bekommen, wenn man das etwa machen müsste. Als wir dann unterwegs waren, hat man eigentlich gar nicht viel mehr machen, als einfach dort durchfliegen, wo es interessant war. Wir hatten auch nur zwei Knöpfe, um das Ganze zu bedienen. Einen vorne für den Rollladen, der die Scheiben abdeckt hat, damit am Anfang keine Flüger reinfliegen oder dann das Bild verunreinigen. Und den zweiten Knopf, den ich in der Hand hatte, um die Kamera überhaupt auslösen. Dort war noch interessant bei dem Auslöseknopf, dass man natürlich keine Leitung im Flugzeug hatte. Da hat man einfach beim Deckel vorne hat man die Draht rausgenommen und bei der Cockpit-Abdichtung wieder rein. Und mit Klebeband hat man das Ganze ein bisschen angebunden. Es ist eigentlich der Fliegerei nicht üblich, dass man solche Ad-Hoc-Lösungen macht, aber das hat sich tiptop bewährt. Und dann sind wir da durch die Gegend geflogen und ich muss sagen, es ist relativ eng in dem Cockpit innen und vor allem, es ist ziemlich unbequem. Man sitzt nicht sehr bequem in dem Sitz innen. Und dann kommt noch dazu, dass es immer so ein bisschen schmeckt, so wie nach abgestandenem Flugzeug. Und wenn man das nur schon geschmeckt hat beim Einsteigen, hat man gedacht, oh, hoffentlich haltet mein Magen das aus. Ich habe mich immer gefragt, wie der Walti Böhm das aushaltet, so ein komisches Flugzeug zu fliegen, wo man so unbequem drin sitzt und erst noch so komisch schmeckt. Ja, das hat zwei Gründe. Der Geschmack, der ist natürlich typisch für den Vampi-Trainer und da fühlt man sich, wenn man schon als Pilotenschüler drin gehockt ist, sofort heimisch. Den Geruch vergisst man nie mehr. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man, wenn man nicht allzu gross gewachsen ist, auch eher in das Cockpit passt. Und wenn man ein Pilot ist, ist man im Cockpit prinzipiell einmal wohl. Wir haben uns natürlich schon etwas überlegt, wenn wir die Aufnahmen machen wollen. Wir haben geschaut, dass es nicht zu viel Querlage gibt, dass man nicht daheim den Fernsehapparat kehren in jeder Kurve. Wir sind auch nicht extrem tief geflogen. Mal damit man eine gewisse Übersicht hat und auch aus dem Respekt vor den Kabeln in den Alpen. Aber wir haben, durch das, dass die Schweiz so ein schönes Land ist, haben wir natürlich super Aufnahmen können machen. Wenn man nur an den letzten Gletscher denkt, das war natürlich einmalig, wo wir dort ab sind. Oder der Aufstieg ins Matterhorn rauf.
Das ist uns auch relativ ring gefallen. Das war an und für sich eine ganz gewaltige Sache gewesen. Ich habe an und für sich nicht gewusst, dass der Ton noch drauf ist von unserem Gespräch. Und da der Kurt mir versprochen hat, das werde ich nachvertont, habe ich dann jemanden einen Spruch gemacht und natürlich angenommen, das werde dann selbstverständlich nicht verwendet. Und als ich dann den Film das erste Mal gesehen habe, musste ich sagen, ja, schau da her, da wird sich dann jemand einer wird sich da freuen an unseren Sprüchen. Aber ich glaube, deine Kollegen im Militär haben nicht so Freude gehabt. Ja, ab einem bestimmten Dienstgrad aufwärts. Und die normalen, gewöhnlichen so Kollegen von mir, die haben das natürlich angefunden. Der erste Flug war ein riesen Erfolg und darum hat man entschieden, dann machen wir noch einen zweiten und je nachdem vielleicht noch einen dritten Flug. Aber es ist relativ lang gegangen, bis wir den zweiten Flug machen können. Das Mal haben wir wirklich durchs Mittelland durchwählen, und zwar vom Osten bis in den Westen, von Rorschach bis auf Genf. Und haben auch da vom Wetter her wieder lange warten. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir wegen diesen Mucken, die uns immer auf die Kamerascheiben genommen hat, dass wir ein Rückseitenwetter nach einer Front ausnutzen müssen, dass wir ganz eine klare Sicht haben, wenig Insekten. Und durch das haben wir abgemacht, dass wir kurzfristig den Flug machen können, mit einem kurzen Telefon und los. Und dann sind wir in Rorschach haben wir angefangen und sind bis auf Bern gekommen. Kurz nach Bern sind die 20 Minuten wieder vorbei von dieser Kassette. Wir mussten umkehren, auf Dübendorf landen, eine neue Kassette und dann vor Bern wieder ansetzen, über Bern wieder rein, Richtung Genf. Und das hat nicht alle gepasst, der Überflug über Bern. Ja, zu selber Zeit war das nicht üblich, dass man über das Pentagon einfliegt oder über das Bundeshaus. Das war fast eine Zumutung, dass man die Beamten so schikaniert bei der Arbeit. Und wir haben auch niemanden gefragt, natürlich. Und heute wäre das anders. Heute sieht man auch Patriswiss über dem Bundeshaus und das wird als grosser Hit empfunden. Also der damalige Informationschef von der Luftwaffe, der hat auf Dübendorf angerufen, nachdem er natürlich gehört hat, dass wir da oben durchgeflogen sind und sich ziemlich lauthals beschwert, dass er von dem nichts weiss. Und während dem Telefon sind wir gerade das zweite Mal darüber hin und das ist, hat nochmal eine ziemlich grosse Aufregung verursacht. Wir haben natürlich, wie immer, haben wir natürlich nichts Illegales gemacht. Wir haben ja das vom Kommando bewilligt bekommen, haben auch mit dem Flugplatz Bern konferiert. Also im Prinzip war alles absolut sauber. Es war einfach unüblich, dass man das macht. Aber wenn man im Nachhinein gesehen hat, hat sich das auf jeden Fall bewährt. Auch der Überflug über Genf war natürlich immer koordiniert mit den zivilen Stellen. Also wir sind da nicht einfach aufs Geratwohl losgeflogen, sondern haben die Koordinationsbemühungen natürlich vorher gemacht. Und dementsprechend war auch alles abgesprochen. Ein wichtiger Teil von dem dritten Flug war, dass wir der Patrouille Suisse hinterhergeflogen sind. Die hat gerade trainiert über den Alpen und wir haben gefunden, das wäre jetzt gerade eine günstige Gelegenheit, so ein Training auch noch mit einzubauen in den Film. Ja, das war auch für uns eine Herausforderung, indem wir mit einem relativ langsamen Trainingsflugzeug diesen Hunden anfliegen mussten. Und unsere Erfahrung war auch nicht so gross. Aber da alles von der Fernsehseite, von der Luftwaffe, alles Profi waren, war das eigentlich von der Planung und Durchführung her kein grosses Problem. Dann sind wir also hinter der Patrouille Suisse hergeflogen, das ganze Programm abgedreht und gegen den Schluss hat es so aus den Kurven raus irgendwie nicht mehr ganz gelangt. Und ich hatte das Gefühl, als wir in die Randwirbelzone hinein sind, der Flieger habe uns förmlich in der Luft überstellt. Ja, das war an und für sich normal. Wir sind ja oben an dieser Formation geflogen und weil die Kurve geflogen haben, sind wir irgendwann, weil die Randwirbel nach oben kommen, dort reinkommen. Hinter jedem Flügel gibt es so einen Wirbel, der nach hinten immer weiter wird. Und das waren 6 Maschinen und da ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass wir so einen verwünscht haben. Aber das macht an und für sich nichts. Es gibt beim Flugzeug hat das einfach eine Drehung und die Längsachse gegeben. Und dann hat es uns zu dem Wirbel ausgenommen. Wir haben wieder normal können weiterfliegen. Also ich habe das Gefühl, wir haben ein richtiges Salto gemacht in der Luft. Nein, es gibt nur eine Rollbewegung und die Längsachse. Ein Salto kann es gar nicht geben. Das wäre, dann fallen ja gerade die Flügel ab. Also auf jeden Fall, es hat dann noch weitere Folgen gehabt. Walti Böhm hat dann über den Funk gesagt, dass wir jetzt wieder zurückfliegen, weil sein Passagier habe gesundheitliche Probleme. Also mit anderen Worten, mein Mageninhalt ist nicht mehr dort geblieben nach dem Vorfall, wo er eigentlich hätte
sollen hin. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben ja beide Sauerstoffmasken angehabt. Das ist natürlich ein Problem, wenn das rauskommt und man die Sauerstoffmaske noch anhat. Und ich habe das schon immer im Geheimen geübt, wie man da relativ schnell die Sauerstoffmaske kann wegziehen kann. Und habe auch gewusst, wo ich den sogenannten Kotzsack hatte, nämlich da unten bei den Hosen. Und habe schnell runterlangen und dann das runternehmen. Es ist dann nichts Grosses passiert. Also der Flüger war immer noch sauber nach dem Flug. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass man die Maske abziehen kann, wenn man sich übergibt und in die Maske rein, dann werden die Ventile verstopft, es kann in die Anlage eingehen, da hat der Mechaniker weniger Freude. Aber man könnte verstecken, wenn man da nichts macht. Und Kurt hat absolut super reagiert, die Maske abgezogen und hat dann das Entsprechende vorgenommen. Also peinlich war es schon ein bisschen. Das soll nie peinlich sein, weil das kann man ja nicht steuern. Und wenn wir schon mal erwähnt haben, einer, der muss arbeiten im Flügerin und nicht rausschaut und nicht gefasst ist auf eine Bewegung des Flugzeugs, der leidet immer mehr wieder der, der rausschauen kann und weiss, was auf ihn zukommt. Ein bisschen Angst hatte ich auch, was uns überstellt hat. Angst war natürlich nicht nötig, weil wir sind so hoch waren, dass wir da noch andere Sachen machen konnten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerne mitfliegende Passagiere nicht wissen, dass man den Magen nicht so zu fest füllen, wenn man geht fliegen. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal in der Luft unterwegs waren, über den Alpen irgendwo, und plötzlich hat das Flugzeug so ein angefangen zu vibrieren. So wie wenn bei einem Getriebe die Zähne nicht mehr ganz exakt ineinander rein würden greifen. Und wir haben uns einfach so kurz angeschaut und haben wieder gerade ausgeschaut und gedacht, vibriert es immer noch? Und gefunden, nein, es vibriert nicht mehr. Und dann war das erledigt. Und nachträglich habe ich gedacht, wie wäre es das gewesen, wenn wir hätten müssen aussteigen müssen? Ja, ungut in den Alpen natürlich, dass man den Campingpilot sein Flugzeug verlassen müssen. Aber wir wären ja gerüstet gewesen mit unseren Schleudersitzen. Wir hätten einfach, wenn wir ihn nicht mehr angebracht hätten, hätten wir das Dach abgeworfen. Und dann wäre zuerst der Kurt raus und hinterher ich. Und am Boden hätten wir uns dann versammelt und geschaut, dass wir uns retten. Wie hast du denn das erlebt? Magst du dich erinnern an diese Sequenz? Nein, an und für sich nicht. Ich habe so viel erlebt in meinem Flugdienst mit rund 6'000 Stunden und 2'500 auf dem Mirage, wo das Triebwerk abgestellt hat im Luftkampf, dass ich mich an solche schöne Flüge eigentlich nicht mit Schrecken zurückerinnern müsste.